Net Aachen finde ich eine super coole Sache. Ja, mein Name ist Sascha Gebhardt, bin 38 Jahre jung, arbeite bei der Net Aachen im ITS-Bereich, der jetzt neu dazugekommen ist. Bin dort als technischer Leiter angestellt, habe so ein bisschen die Verantwortung für die Azubis unter anderem, aber auch für die anderen Mitarbeiter, die ich zusammen mit meinem Kollegen koordiniere. Wir schauen, wie wir Kundenprojekte vorwärts kriegen, wie wir neue Kunden onboarden, sprich bei uns mit in die Betreuung reinnehmen. Ja, das ist ein sehr großes Themengebiet. IT streckt sich ja von den kleinsten IT-Angelegenheiten beim Kunden, den kleinsten Wehwehchen, die der Kunde ja schon mal gerne hat, was auch noch nicht mal negativ gemeint ist, sondern am Ende möchte der Kunde, dass seine IT funktioniert. Und da treten wir mit unserem Bereich als Partner auf. Also wir sehen das als partnerschaftliche Beziehung. Damit fahren wir auch recht gut schon seit ein paar Jahren. Gehen halt auch auf den Kunden zu. Wie können wir den unterstützen, wie können wir seine IT verbessern, wie können wir die IT weiterentwickeln. Auch was drumherum ist, zu IT gehört ja nicht nur der klassische Computer, den man so kennt, sondern auch die, welche Kommunikationswege habe ich, was bei Net Aachen natürlich dann auch so ein guter Punkt ist. Telefonie geht immer mehr in die digitale Zukunft, man hat nicht mehr die klassische Telefonie und das ganze Paket schnüren wir halt auch. Ja, wie bin ich zur IT gekommen? Das fing, ich sag mal, mit 15, 16 Jahren fing das bei mir an. Ich habe die IT damals aufgesaugt, habe dann meine Ausbildung hier in Aachen begonnen, Ausbildung abgeschlossen, habe viele Stationen durchlebt, war auch eine Zeit lang nicht in der IT tatsächlich tätig, habe mich dann irgendwann, nachdem ich in der IT wieder tätig war als Angestellter, selbstständig gemacht, war ein paar Jahre selbstständig. Es war eine sehr spannende Zeit. Also ich glaube, im IT-Bereich ist es sehr, sehr wichtig, es ist immer wichtig, aber da ist es nochmal besonders wichtig, Vertrauen ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Punkt. Der Kunde legt ja im Prinzip Vertrauen seiner ganzen Firma in unsere Hände. Da hängt sein Kapital, da hängt sein Geld dran, da hängt seine Firma dran, da hängt ja alles dran. Und wenn man da partnerschaftlich reingeht, Vertrauen erweckt, dass der Kunde auch sagt, okay, das ist genau das richtige Unternehmen und damit kann man dann auch vernünftig arbeiten. Am meisten Spaß in dem Bereich macht mir die unterschiedlichsten Projekte, also dass das nicht so eintönig ist. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jeden Tag immer einen und den gleichen Teil an Arbeit zu machen, sondern man hat immer andere Herausforderungen beim Kunden. Der eine Kunde denkt so, der andere denkt so, der eine arbeitet so, der andere hat wieder diese Programme im Einsatz, diese Tools, würde gerne so kommunizieren. Jetzt haben wir natürlich noch die Geschichte mit Homeoffice dazu. Das ist teilweise auch eine sehr interessante Herausforderung bei dem einen oder anderen Kunden, weil das nicht immer einfach ist, sage ich mal. Wir hatten jetzt im Thema, in Bezug auf Homeoffice hatten wir relativ wenig Herausforderungen, sage ich mal, weil wir viele Kunden schon im Vorfeld auf flexibles Arbeiten hin ausgerichtet haben. Und von daher denke ich mal, dass wir da recht gut aufgestellt waren. Natürlich gab es den einen oder anderen, wo es dann schon mal Probleme gab, sei es in der Telefonie, da wären wir wieder beim Thema digitale Telefonie, dass sie vielleicht noch auf alte Technik waren oder, dass man das Ganze dann dahingehend dann auch ausgebaut hat, dass sie flexibel arbeiten konnten. IT ist ja früher immer so der Punkt gewesen, okay, ich habe meinen klassischen Computer und Telefonanlage war immer getrennt von dem ganzen Thema. Wir laufen aber immer mehr dahin, dass wir flexibel arbeiten wollen. Und Telefonie, Telekommunikation, es wird immer mehr ein großer Part auch im IT-Bereich, weil diese ganze Technologie auch miteinander verschmilzt. Ja, wir haben bei uns das Thema, wir arbeiten zum Beispiel sehr eng mit Microsoft zusammen, Microsoft Teams.
gehen dorthin, zeigen auch dem Kunden das, präsentieren ihm das. Und das verschmelzen wir jetzt auch immer mehr mit der Telefonie, was sehr, sehr gut bei Kunden auch ankommt, weil die Kunden merken, okay, warum muss ich noch ein klassisches Telefon haben, wenn ich die Telekommunikation auch über Internet, was ich sowieso heutzutage über Handy, Laptop zur Verfügung habe, das wäre doch viel cooler, wenn ich das Ganze sofort on one place habe. Wir planen im Hintergrund das ganze Komplexe, was dahinter steckt, so dass es für den User am Ende einfach erscheint. Wir gehen auch hin und suchen unsere Partner. Mit Partnern meine ich wirklich die Unternehmen, weil wir natürlich nicht alles selber entwickeln, sondern auch natürlich auf Partner zurückgreifen. Die Partner so aus, dass es auch für den Kunden am Ende einfach ist und für uns natürlich auch vom Handling her, vom Support her einfach ist. Warum sollen wir auf komplizierte, also super komplizierte Systeme hingehen, wenn wir Partner auswählen können, die ein sehr, sehr einfaches Handling mit sich bringen? Man hat so aus der Vergangenheit immer noch so im Kopf, man kennt das klassische IT, ich rufe den ITler an, der kommt, repariert es, sogenannte Feuerwehr-IT, wie wir immer schön dazu sagen. Und sobald der ITler weg ist, ist er aus den Augen, aus dem Sinn, wie man so schön sagt. Aber so funktioniert heute IT nicht mehr. IT funktioniert seit Jahren eigentlich nach dem Prinzip, wir wollen eine kontinuierliche Betreuung da reinbringen. Weil die IT entwickelt sich so schnell, dass wir die Sachen schnellstmöglich natürlich auch anpassen müssen. Wir müssen aufpassen, auch im Security-Bereich. Ja, wir laufen auf eine Welt hinaus, die immer mehr digitalisiert wird und natürlich auch Gefahren mit sich bringen. So, da muss man natürlich auch gegenwirken. Das ist dann halt die Kehrseite der Digitalisierung. Soll nicht heißen, dass man da einen Stopp machen muss, sondern einfach nur, man muss diese Betreuung dann weiterführen. ITler-Klischee. Ja, man kennt ja dieses typische, sitzt immer im Keller, hat kaum Farbe im Gesicht und trägt eine dicke Hornbrille. Ja, die gibt es auch noch tatsächlich. Ist meines Erachtens die Seltenheit geworden. Also ich kann gerne ITler vorstellen, die das komplette Gegenteil davon sind. Die meisten gehen heute wirklich offen auch auf Menschen zu, was vielleicht in der Vergangenheit nicht so war. Daher wahrscheinlich auch das Bild. Sicherlich gibt es den einen oder anderen Kollegen, der was ruhiger ist, aber ich könnte mal behaupten, dass die meisten Kollegen bei uns doch recht offen sind. Also in meiner Freizeit fahre ich gern Fahrrad, habe jetzt nicht so den großen Anfahrtsweg zu Nettaachen, sind nur 2 Kilometer, habe schon überlegt, ob ich nicht dann noch ein bisschen mehr Bogen fahre, wenn ich dann zur Arbeit komme. Ja, also Fahrradtouren am Wochenende. Fotografie ist auch oft ein Thema gewesen, ist tatsächlich momentan ein bisschen eingeschlafen, würde ich aber gerne auch wieder ein bisschen mehr antreiben, weil es doch ein interessantes Thema ist. Ja, mit Freunden treffen, sehr gerne grillen. Ja. Ui, spannend. Spannend und anstrengend. Man musste natürlich in alle möglichen Posen mit den Armen hantieren. Ich hatte tatsächlich, ich glaube, abends oder am nächsten Tag leichten Muskelkater durch diese Aktion. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, das ist so, man kann sich da noch kein Bild von machen, aber ich glaube, sobald es soweit ist, ist das wahrscheinlich so ein ja, vielleicht auch Glücksgefühl. Keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Finde ich eine super coole Sache. Und vor allen Dingen auch, dass definitiv Mitarbeiter genommen werden und nicht jemand Externes, weil es einfach die persönliche Note gibt. Das spiegelt halt auch das wieder, was wir auch immer wieder gelebt haben bei uns in der Abteilung und das auch überall anders gelebt wird. Ich habe zu danken. Ich freue mich.